Ein grünes Hallo an alle Gartenfreunde. Heute bauen wir mal ein Hochbeet. Und alles, was ihr hier seht, brauchen wir dafür. Legen wir los. Nun steht das Hochbeet mit einer helfenden Hand, eine halbe Stunde Arbeit. Jetzt geht es ums Befüllen des Hochbeetes. Als Unterlage kommt Grünschnitt. Oder wenn ich keinen Grünschnitt habe, kann ich auch Holzhackschnitzel nutzen. Das ist dafür gedacht, dass das Wasser besser ablaufen kann und dass, ja, dass die Belüftung gut ist. Als nächstes kommt eine Schicht Kompost drauf zur Nachlieferung der Nährstoffe für unsere Pflanzen. Und ganz oben drauf kommt eine gute Hochbeeterde, damit auch wirklich nur das wächst, was ich auch angepflanzt habe. Das Gute an dem Hochbeet ist, das Rücken schonende Gärtnern. Als nächstes, die Sonne wärmt diesen Kasten sehr schnell auf. Das heißt, ich kann früher ernten, ich kann mehr ernten. Als nächstes, die Schnecken kommen hier nicht so schnell hoch und ich habe hier weniger Unkraut drin. Jetzt habe ich das Hochbeet mit Erde gefüllt und jetzt geht es ans Bepflanzen. Also die Erde hier, die wir hier drin haben, die ist ja voller Nährstoffe. Darum pflanzen wir zuerst Starkzehrer, also Pflanzen, die besonders viel Nährstoffe brauchen. Das sind zum Beispiel Tomaten und die kann ich hier schön an den Rand pflanzen. Die dürfen auch hier ein bisschen überhängen und brauchen dann halt nicht so eine große Stütze. Das geht halt ganz gut. Was ich noch machen kann, ist zum Beispiel auch Paprika. Paprika gehört auch zu den Starkzehrern. Die kann ich hier also auch gut mit reinpflanzen, so ein bisschen in die Mitte. Und was auch noch geht, das sind zum Beispiel hier diese Petersilie. Das ist halt auch ein Starkzehrer und braucht sehr viele Nährstoffe. Und die kann ich halt auch mit hier ins Hochbeet pflanzen. Auch so eine Kohlpflanze, hier der Mangold, ist auch ein Starkzehrer. Auch die passt hier gut rein. Das Hochbeet ist fertig bepflanzt. Und zum Abschluss möchte ich euch noch zeigen, wie man aus so einem PE-Rohr aus dem Hochbeet ein Gewächshaus macht. Für das Hochbeet-Gewächshaus braucht ihr drei PE-Rohre, a 2 Meter. Die werden rechts und links am Hochbeet befestigt. Dann kommt die Folie drüber und fertig ist euer Hochbeet-Gewächshaus. Und wenn ihr keinen Garten habt, nur einen Balkon oder eine Terrasse, kein Problem. Dafür gibt es so ein kleines niedliches Hochbeet. Denn ihr wisst ja, glücklich wird, wer selber pflanzt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Pflanzenarzt.